Dann versuchen wir die mal durch dieses Tor zu lotsen. Das sah ja ziemlich groß aus. Mal gucken, ob das immer noch groß aussieht, wenn die Brontos da durchlaufen. Ja komm, jetzt lass doch die Bäume stehen. Du machst ja die ganze Vegetation kaputt. Oh Mann. Muss ich wieder die Gärtner kommen lassen wegen euch? Hallo und herzlich willkommen im Jurassic Arc Park. Hier waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Allerhöchste Zeit, dass wir hier mal wieder reinschauen. Oh yeah. Super coole Musik. Und da geht's direkt wieder los. Da sind wir. Ich habe gedacht, wir starten einfach mal nachts, weil das so cool aussieht hier nachts. Wir haben das so schön beleuchtet alles. Und die meisten Sachen funktionieren auch noch. Das meiste steht noch. Es gibt so ein paar Sachen, die inzwischen nicht mehr so gut funktionieren. Ist ja schon ein ziemlich großes Modpaket. Aber erstaunlich gut, also erstaunlich wenige Probleme. Die meisten Sachen funktionieren. Viele wurden abgegradet und sind jetzt noch so ein bisschen, ja, raffinierter, interessanter. Zum Beispiel die Follow Notes wurden so ein bisschen abgedatet, wie es aussieht. Die haben jetzt so eine Anzeige hier und dann sieht man genau, wo der Dino unterwegs ist und so. Und was wir auch noch hatten, hier steht auch noch unser Macrauchenia. Der braucht auch noch ein eigenes Gehege. Ja, was wir auch noch hatten, war ein Problem mit den Gyrospheres. Die waren schon immer so ein bisschen schwierig. Die haben viele Updates erfahren. Da gibt es jetzt ein neues Menü, und zwar Configurations. Das gab es, glaube ich, vorher nicht. Da kann man so ziemlich alles einstellen, was man sich eigentlich vorstellen kann. Man kann also diese Gyrospheres komplett konfigurieren, buffen und so weiter und so fort. Und das komplett in-game. Möglicherweise kann das nur der Admin, ich weiß es nicht. Das ist aber noch so ein bisschen buggy, also der Mauszeiger verschwindet, wenn man das aufruft. Und ich will da jetzt auch gar nicht viel drin rummachen, das ist, glaube ich, gefährlich. Die ganzen Gyrosphere Stations sind aktuell wieder unsichtbar. Ich kann die hochheben und wieder hinsetzen, dann müsste man die wieder sehen. Aber ja, ich musste genau wegen dieser Mod das Spiel kurz neu starten und nach einem Neustart sind die dann wieder unsichtbar, scheinbar. Ich habe auf jeden Fall die Gyrospheres wieder neu gecraftet. Das dauert ziemlich lange, aber wir haben jetzt wieder einige. Das sollte erstmal reichen, denke ich. Wir können noch eine irgendwo hinstellen, so. Und wir können die eigentlich auch direkt gleich parken. So, parken wir die mal schön. Die parken da so ein und drehen sich dann automatisch in die richtige Richtung. Das ist super cool. Ja, lassen wir den da mal stehen. Und dann warten wir einfach, bis das hoffentlich irgendwann repariert wird. Ja, wir haben die auf jeden Fall wieder. Die funktionieren auch irgendwie. Die sind nur so ein bisschen risikoreich. Also müssen wir mal beobachten, wie das ist mit den Dingern. Heute habe ich gedacht, widmen wir uns mal den neuen Brontos. Die brauchen nämlich auch noch ein Gehege. Und das wollte ich ja schon lange machen. Da habe ich schon so ein bisschen einen Plan, wo das hin soll. Und zwar habe ich gedacht, bauen wir das hier unten in diesen kleinen, in diese Kuhle hier. Das könnte ganz gut passen. Die sind ja so riesengroß. Dann kann man so ein bisschen auf die runterschauen und sieht so ein bisschen mehr als die Füße. Das ist ja nicht schlecht, ne? Wir sind ja nicht hier, um irgendwie Nagelmaniküre zu betreiben. Wir wollen die auch komplett sehen und vielleicht auch so ein bisschen von oben, ne? Da müssen wir kein Gerüst bauen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich habe auch schon die entsprechenden Gates hier rangeschafft. Die Electric Behemoth Fences aus der Jurassic Arc Mod. Ich glaube, so heißt die. Ganz schlicht Jurassic Arc. Das war, glaube ich, auch eine der ersten Mods, ne? Die in dem Bereich Jurassic unterwegs waren. Die hatten wir schon, ja, auf jeden Fall ziemlich lange dabei auf unseren ersten Community-Servern. Stellen wir das Ding mal hier hin. Ich glaube, so müsste richtig rum sein. So ein bisschen unten, ein bisschen weiter unten am Hang, dass die nicht ganz so hoch sind vielleicht. So. Okay, man sieht sowieso gar nichts. Also wir müssen auf jeden Fall den Tag abwarten. Aber da hinten ist unsere Pferdescheune, unser Pferdestall. Und ja, der sieht ziemlich klein aus daneben. Aber ich denke, da müsste man ganz gut reinschauen können aus dem Pferdestall. Okidoki, ich denke, ich warte mal ab, bis es ein bisschen heller ist, dass wir so ein bisschen mehr sehen. Und dann machen wir hier weiter. Jetzt habe ich eh schon wieder Durst hier. Helikopter muss da weg. Aber ich glaube, ich bin zu schwer. Die müssen wir schon auf Follow pfeifen. Dann lassen wir die hier irgendwo wieder landen. Wo bist du denn? Helikopter? Ah, da bist du. Drehst dir schon wieder deine, ziehst dir deine Kreise. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir finden die irgendwann wieder. Die wird hier jetzt wahrscheinlich irgendwo landen.
Yeah, sieht so aus, als würde das mit der Höhe ganz gut aufgehen. Die Brontos können da gerade so halb drüber schauen. Also, das könnte passen. Ich habe schon mal die ersten Abschnitte platziert. Das ist so ein bisschen schwierig, weil es hier so super uneben ist. Wir müssen hier durch den Graben durch und drüben wieder hoch. Da muss ich die also alle freie Schnauze platzieren. Gerade hier in der Ecke war das super schwierig. Die sind zum Glück ziemlich hoch, also hier ist dann Ende. Hat gerade so gepasst, dass man da nicht drunter durchkriechen kann. Und hier brauchen wir jetzt natürlich noch ein Gate. Ich habe gedacht, wir nehmen mal wieder diese coolen Behemoth Concrete Defense Teile. Die Dinger, die so unendlich groß sind. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht und wie das funktioniert. Wir müssen so ein bisschen nach rechts abknicken. Ich platziere eigentlich alles hier aus der K-Perspektive so weit wie möglich rausgezoomt. Weil ansonsten sieht man hier, glaube ich, gar nichts. Oh, das ist zu klein, wenn ich das so mache, ne? Die sind so riesig, die Dinge. Die brauchen so viel Platz. Müssen wir vielleicht doch so in die Richtung gehen. Na gut, dann machen wir das halt. Setzen das hier daneben. Das ist jetzt nur so ein Mauerteil. Die Mauerteile sind ziemlich schmal und ziemlich teuer. Und ziemlich monströs. Bäm. Da steht es auch schon. Okay, wir haben hier Grundwasser direkt unter der Oberfläche. Das ist immer gut. Falls wir mal irgendwie Wasser anzapfen müssen. Und ich glaube, das Gate sollte jetzt hier dran snappen. Jawohl. Das snappt komisch. Aber so müsste es passen. Wenn wir das drehen, ich glaube, das sieht von beiden Seiten gleichzeitig genau gleich aus. Und? Bam, da steht es. Super cool. Das sieht, glaube ich, ein bisschen cooler aus, wenn das rechts und links noch so einen Wandabschnitt hat. Deswegen habe ich die einfach mal mitgebracht, auch wenn die ziemlich teuer sind. Ziemlich aufwendig. Ungefähr so. Ja, das sieht einfach viel cooler aus. Sind die identisch? Ja. Nice. Echt schick. Da müssen die Brontos durchpassen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die sind, glaube ich, größer als die normalen Behemoth Gates. Also das sollte definitiv passen. Gut. Dann geht es jetzt hier mit den Fences weiter. Da knicken wir wieder so ein bisschen nach rechts ab und versuchen so um den Kristall rum zurück mit den anderen Fences da zu finden. Das wird schwierig. Notfalls müssen wir irgendwie so ein paar Zwischenwandteile einbauen mit irgendwas anderem. Vielleicht einfach Steinwände, so wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Das wird sicherlich nicht aufgehen. Es sei denn, ich kriege das richtig, richtig, richtig gut hin. Mal gucken. Bam! Und beim Platzieren drehen die sich immer. Ihr habt das gerade gesehen. Das Ding ist jetzt, müsste richtig rum sein. Wenn ich jetzt platziere. Okay, hat gepasst. Naja, wenn man es zeigen will, dann funktioniert es nicht mehr. Macht nichts. Hauptsache, es funktioniert so, wie es soll. Und? Fast. Machen wir das mal wieder so. Wir snappen das jetzt einfach. Das Ding wird noch gesnappt. Das nächste muss ich wieder frei Schnauze platzieren. Da hatten wir es gerade. Bam. Richtig rum. Wunderbar. Passt gerade so? Ja, passt. Gut. Dann gehen wir hier jetzt hoch und knicken oben am Rand wieder ab und gehen zurück. So ist der Plan. Das heißt, hier wird es richtig schwierig. So, einmal nach innen drehen. So. K-Mode. Und dann platzieren wir das einfach so gut, wie es geht. Wird so ein bisschen überstehen. Können wir nicht ändern. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt passt's. So müsste das aufgehen. Ungefähr so. Okay. Ja, da kann man jetzt fast schon drunter durchkriechen. Das ist natürlich unpraktisch. Ich komme aber nicht durch. Oh, ich komme durch. Was machen wir da? Wir könnten natürlich auch versuchen, von der anderen Seite her zu bauen. Und wenn das hier nicht aufgeht, dann können wir da sowieso so eine kleine Zwischenwand dazwischen setzen. Und dann können wir diese Steigung so ein bisschen besser überwinden, ne? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das heißt, ich baue mal hier weiter. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir da joinen. Oh, die Flinte brauchen wir jetzt gerade nicht. Eieiei, das Wetter auf dieser Insel. Wie im Horrorfilm. Das ist echt ein bisschen creepy. Vor allem, wenn man hier in Richtung dieses Geheges kommt. Und manchmal hat man ja sogar Nachtsnebel. Ne? Da sieht man dann langsam so wenig, dass es gar nicht mehr richtig creepy ist. Aber da im Nebel versteckt sich was.
Das ist schon ziemlich atmosphärisch, ehrlich gesagt. Oh, das gewittert auch noch super übel. Wo ist denn? Ah, da hinten steht dein Kollege, ne? Du hast da sogar noch einen Sattel drauf. Den müssen wir mal runternehmen, endlich. Ah, hier haben wir auch noch ein Loch, das muss ich auch noch fixen. Ja, der Sattel, der macht die... Der lässt die so ungefährlich aussehen. Das darf ja keiner wissen, dass die alle zahm sind. Das ist ja ein Tierpark hier. Das sind alles wilde Tiere. Super spannend und so. Na gut. Ich habe das jetzt auf jeden Fall abgeschlossen hier. Ich habe ganz normal die Behemoth Lenses verwendet. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das gefällt mir so. Ich glaube, das kann man so lassen. Da sind so kleine Spalte mit drin. Aber man kann da, glaube ich, auch wieder drunter durchkriechen. Ja, jetzt kann man sogar drunter durchkrabbeln. Man muss noch nicht mal sich hinlegen. Aber ich glaube, das passt so, ganz ehrlich. Also was auch immer da rein oder rauskommt, das hat, glaube ich, keinen großen Einfluss auf unsere Brontos. Da könnt ihr höchstens aus Versehen drauf treten, wenn es sein sollte. Wir holen die jetzt mal. Haben die schon... Die haben gar keine Sättel, ne? Das heißt, wir müssen die pfeifen. Du kommst mit und du kommst mit. Gucken, ob das funktioniert hat. Das sieht gut aus. Bronto-Action. Dann versuchen wir die mal durch dieses Tor zu lotsen. Das sah ja ziemlich groß aus. Mal gucken, ob das immer noch groß aussieht, wenn die Brontos da durchlaufen. Ja komm, jetzt lass doch die Bäume stehen. Du machst ja die ganze Vegetation kaputt. Oh Mann. Muss ich wieder die Gärtner kommen lassen wegen euch? Ich denke auch, dass in dem Gehege nicht viele Palmen stehen bleiben werden auf Dauer. Wir werden sehen. Möglicherweise müssen wir da so ein bisschen nachhelfen und unsere extra Modded-Palmen hinstellen. Die können sie nicht umrennen. Weil das, was da drin wächst, das wird wahrscheinlich bald platt sein. Kommt ihr um die Steine rum? Könnt ihr da draufsteigen? Jawohl. Die sind ziemlich geländegängig eigentlich. Mit der Wendekreis ist nicht so gut. Aber reicht. Passt. Ja, easy. Das ist kein Behemoth-Gate, das ist ein Titano-Gate. Da kriegen wir auch zwei Brontos rein. Okay. Nice. Das heißt, wir müssen das so ein bisschen ausschmücken vielleicht. So ein paar Pflanzen, vor allem außenrum, wo es so kahl aussieht. Aber die beiden Hauptgäste hier sind schon mal drin. Die stellen wir gleich mal auf Wandering, dass so ein bisschen Action hier drin ist. Mal gucken, ob die hier rauskommen. Ich glaube es nicht. Wir werden sehen. Die Gyrosphere nehmen wir wieder mit. Und dann machen wir hier zu, dass die da nicht rauskommen. Dann haben wir praktisch ein Bronto-Gehege, ne? Mal schauen, wie wir da am besten reingucken können. Wir brauchen jetzt natürlich so ein paar Stellen, wo man die Brontos dann auch gut beobachten kann. So ein paar Bänke und sowas, ein paar schöne Plätze. Und zwar innerhalb des Parks. Hier sind wir außerhalb des Parks. Da hat man schon mal so den ersten Blick auf unseren Park und sieht, worum es geht. Kann man sich die Brontos so ein bisschen angucken. Und... Oh. Ja, hier drin wollen wir natürlich so ein paar Bänke haben und ein paar schöne Plätze zum Brontos beobachten. Gehen wir mal von hinten in diesen Stall rein. Von vorne ist der Weg so umständlich. So, hier mal auf das Hintertürchen und klettern da mal fix hoch. So, mal gucken, wie die Aussicht ist. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Da kann man so ein bisschen runter auf die Brontos gucken. Das ist auf jeden Fall schön. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Grünzeug, wie gesagt. Und dann sollte das hier schon mal passen. Hier hat man gute Aussicht. Da sieht man, was die treiben. Und dann können wir hier vielleicht noch entweder... Ja, da vorne machen wir auf jeden Fall was. In der Nähe vom Gate, direkt am Eingangsbereich, gegenüber von den Gyrospheres. Und vielleicht machen wir hier dann später auch noch was. Mal gucken. Hier muss ja auch noch einiges hin, ne? Wir brauchen so ein paar Auslaufflächen für die Pferde, die dann bestimmt noch kommen. Mal gucken, was da noch alles kommt. Aber für den Anfang ist das Gehege, glaube ich, schon mal ganz cool geworden. Die fühlen sich da auch wohl drin. Die spazieren da jetzt schon überall durch die Gegend. Und im Moment stehen sogar noch die Palmen. Wunderbar. Also hier vorne brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, wo die Leute sich mal hinstellen oder setzen können und die Brontos ein bisschen beobachten können. Das heißt, der Busch muss weg, sonst sieht man ja nichts. Und ja, die ganzen Pilze und so eigentlich auch, ne? Das ganze Kristallzeug. Salz. Brauchen wir auch nicht. Was zu trinken natürlich wieder. Pilze tun wir auch mal weg. Magic Mushrooms. Engnergel. Ach, die gehen gar nicht weg, ne? Nur dieses blaue Kraut geht weg. Achso, wir müssen was essen.
Irgendwas ist immer. Ständig am Jammern. Und dann würde ich hier fast mit den Beton-Foundations was Schickes hinbauen. Ungefähr so. Und so. Ist das cool? Oh, jetzt sind die wieder nicht hoch genug. Vielleicht nehmen wir normale S-Plus-Foundations und bauen hier einfach so eine kleine Aussichtsplattform. Da ist halt ziemlich viel Platz hier. Da könnte man auch alles Mögliche bauen, ne? Ich hole mal S-Plus-Bauteile. Das war jetzt ein schlechter Plan. Ich dachte, das würde mit denen funktionieren. Wir haben die auch hier drüben verwendet. Aber da müssen wir, glaube ich, S-Plus nehmen. Ich habe auch so ein paar Stühle und sowas mit dabei. Auch aus dieser... wie heißt denn die Mod überhaupt? Dieser Pimp-Mod? Die... Was ist das? Okay, das ist so eine Art Bank. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Was auch immer das da ist. Aschenbecher? Beat? Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Bench. Ist doch ganz gemütlich. Okay, nehmen wir die mal wieder mit und holen so ein paar S-Plus-Bauteile. Wir müssen natürlich auch Grünzeug holen. Das heißt, ich muss wieder alles an Grünzeug organisieren, was wir so haben. Da gibt es ja unglaublich viele unterschiedliche Sachen. Das ist immer so ein bisschen unübersichtlich. Wir können mal gucken, was wir da noch im Schrank haben. S-Plus-Teile sollten wir sowieso genug haben. Die brauchen wir ja ständig. Und Grünzeug, da fehlen halt immer die Sachen, die man häufig braucht. Das ist unser Grünzeugschrank. Ja, das sind zu wenige. Da fehlen wieder alle möglichen. Da muss ich jetzt wieder reingucken und so ein bisschen reinkommen, was wir da alles an Grünzeug haben. Das ist total unübersichtlich. Wir nehmen so ein paar Foundations mit. S Plus. Und die da. Da brauchen wir noch ein paar mehr, ne? Ein paar Rampen vielleicht. Nicht ganz so viele. Und dann machen wir uns gleich wieder auf die Socken. Steinfoundations sind aus. Da muss ich dann wieder für Nachschub sorgen. Vielleicht noch ein paar Säulen, ne? Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich da hinbauen will. Das wird wieder so ein ganz eigener Stil. Ich habe gedacht, wir bauen das so ein bisschen modern. Aber nachdem die Betonfoundations nicht funktionieren, bauen wir das wohl doch wieder so ein bisschen, ja, mittelalterlich aus Stein. Sieht ja auch mal ganz schön aus. Passt vielleicht nicht so ganz in diese moderne Tech-Ecke da hinten, ne? Aber mal gucken, wie es dann am Ende wirkt. Wir werden sehen. So, da sind wir wieder. Foundations raus. Und dann fangen wir mal an, ne? Die restlichen Pilze hier können wir alle stehen lassen. Die ganzen blauen Kräuter. Machen wir das mal so. Wenn ich das Ding so hinsetze, dann können wir hier stapeln. Ungefähr. Hier müssen wir schon stapeln. So. Ja, da brauchen wir jede Menge Foundations. Bis... Jetzt die Frage, bis wohin? Hier könnten wir dann langsam aufhören, dass wir nicht zu nah an die Tür rankommen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Dinge. Wir machen hier so einen leichten Abschluss. Drei. So. Dann gehen wir hier wieder zurück. Das sieht doch ganz cool aus, oder? Das hier sieht irgendwie nicht cool aus. Was ist denn, wenn wir... Das geht ja dann wieder nicht gescheit auf. Das ist immer so schwierig. Wir können hier jetzt schwer irgendwie was Abgeschrägtes bauen. Vielleicht. Das geht dann an der Ecke wieder nicht auf. Ich versuche es jetzt einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Wenn wir das so bauen. So. Dann haben wir hier so eine sternförmige Ecke. Mit der Ecke können wir jetzt leider nicht wirklich was anfangen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir die irgendwie nutzen können. Wenn wir das so machen. Ja doch, das geht ja dann wieder auf, ne? So. Ist das cool? Sieht auch komisch aus. Aber dann ist der Platz hier halbwegs genutzt. Wir könnten auch hier noch so ein Spitzding mit dran bauen. So. Ist das cool? Sehr unförmig, aber irgendwie auch lustig. Hier können wir jetzt noch so ein bisschen Kraut pflanzen, dass es wieder schön grün ist. Und hier machen wir das dann super straight. Das ist dann so ein bisschen abwechslungsreich. Bisschen gerade, bisschen eckig. Und
Vielleicht erhöhen wir das hier dann auch irgendwo. Das Zeug muss ich doch noch abernten, wie es aussieht. Zum Glück haben wir genug Ressourcen dabei, um mal zu craften. Bam. Okay. Dann hätte ich das ja eigentlich auch hier so bauen können, dass es hier aufgeht, ne? Eieiei. Dann wäre es wenigstens da aufgegangen. Jetzt geht es gerade nirgendwo auf. Das ist immer so schwierig, weil man alles so eckig bauen muss. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen rumprobieren. Aber man könnte das natürlich auch so lassen, ne? Ich denke, so könnte das durchgehen. Ich habe das ein bisschen erhöht und habe hier oben noch so einen coolen Zugang gebaut. Wir können ja trotzdem mal die modernen Geländer verwenden. Wie wär's, wenn wir hier zwei solche Dinger hinstellen? Sieht das cool aus? Naja, ein bisschen moderner halt, ne? Ich glaube, so könnte man das machen. Nehmen wir hier mal die mit Beleuchtung. So. Oh. Ich glaube, wir platzieren das andersrum. Pick up. Die leuchten, glaube ich, auf beiden Seiten. Nee, das Ding. So. Und so. Und hier vorne nehmen wir wieder die ohne Beleuchtung. Die leuchten doch nur auf einer Seite, ne? Nach außen, okay. Das sieht aber cool aus. Das können wir lassen. Hier können wir auch mal so ein Leuchtding einbauen eigentlich. So. Dann wechseln wir so ein bisschen durch, hätte ich gesagt. Oder? So und so. Und hier nehmen wir wieder normale. Ich glaube, kann man die schräg platzieren? Das wäre natürlich wichtig. Ja, funktioniert. Sieht komisch aus. Na gut. Können wir ja mal so machen. Die sehen jetzt nicht perfekt aus, wenn man sie so in der Schräge platziert. Aber ich glaube, die gehen nochmal so durch, gerade so. Das ist unsere Ecke. Und... Bam. Hier ist der Eingangsbereich. Geht, oder? Sieht, finde ich, in Ordnung aus. Ich finde die Holzrelics natürlich immer noch am schönsten. Wie ihr wisst. Nehmen wir mal so einen coolen Sessel und stellen den irgendwo hier hin. Stellen wir den hier in diesen Erker so ein bisschen rein. Ist das cool? Könnte cool sein. So. Wir haben ja zwei davon. Und? Ja, die sehen halt schon aus wie Sessel, ne? Ich weiß nicht, ob die gut sind für draußen. So eine Bank ist auf jeden Fall gut. Da können wir mal eine hinstellen. Vielleicht stellen wir erstmal so eine Bank hier auf. So. Ja, und mit der Zeit wird es dann auch ein bisschen cooler hier. Die Geländer sehen jetzt nicht super heiß aus, aber mit diesen Bänken, die sind schon ziemlich stylisch. Da kann man nichts gegen sagen. Dann stellen wir hier oben auch noch so eine Bank mit hin. Ich glaube, wir brauchen mehr Bänke. Die sehen nämlich echt super cool aus. Designerbänke. Dann nehme ich immer noch eine mit dazu. So. Nice, die gefallen mir. Okay, wir brauchen ein paar mehr Bänke. Die Geländer setze ich jetzt nur noch welche ohne Licht. Die Bondos brauchen kein Geländer mit Licht, glaube ich. Und dann brauchen wir noch jede Menge Pflanzen. Das ist auch super wichtig. Aber so gefällt mir das eigentlich schon mal ganz gut. So, was sagt ihr dazu? Das sieht doch schon viel grüner aus da drin. Wir haben jetzt so ein paar Redwood-Bäume und das da ist Bambus. Da unten sind überall diese Sträucher, die auch hier rumstehen. Die heißen Fountain Palms. Da den Überblick zu behalten bei dem ganzen Grünzeug ist wirklich nicht einfach. Also... Wir haben so ein bisschen was dabei, aber es gibt noch so viel mehr. Ich habe schon wieder alles Mögliche aufgebraucht. Wir müssen noch das Bronto-Schild aufstellen. Des Dingens. Bronto-Infoboard. Wo stellen wir das denn hin? Vielleicht hier? Ich glaube, da steht es gut. Ungefähr so. Oder... Ja, wir stellen das hier jetzt mit dazu. Das sieht gut aus. Bam! Nice! Was ist das für eine Ratte da rechts? Ich glaube, das soll ein Rex sein, oder? Sieht ein bisschen ulkig aus. Das große Ding in der Mitte ist auf jeden Fall ein Bronto. Sowas wie das da unten. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch so spezielle Jurassic Ark Brontos gibt. Mal gucken. Wir müssen unbedingt mal wieder über die Map fliegen und schauen, was da so rumläuft.
Aber ich glaube, das Gehege sollte so jetzt passen. Die fühlen sich, glaube ich, schon ziemlich zu Hause da drin. Da steht noch eine Palme links hinten. Die werden die bestimmt auch noch bald umrennen. Und dann sieht es da so ein bisschen Redwood-artig aus. Außenrum die Palmen, Pflanzen, Büsche da, die Fountain Palms. Ein bisschen Bambus. Ich muss vielleicht noch so ein bisschen nacharbeiten, weil die Sträucher schon wieder ausgegangen sind. Die sind ultra schwer. So ein Stack Sträucher wiegt irgendwie ein paar hundert Kilo. Also die Büsche zum Beispiel wiegen 96 Kilo, die paar Büsche. Und so schwer ist das alles, deswegen kann man da nicht so wirklich viel von mit sich rumtragen. Und die sind auch ziemlich teuer herzustellen. Okidoki. Dann haben wir jetzt ein Bronto-Gehege. Die Bänke gefallen mir mega gut. Ich weiß nicht, warum wir die jetzt erst aufstellen. Aber die sind halt auch ziemlich modern, ne? Die passen hier so in die moderne Ecke besser hin. Da bin ich mir immer nicht so richtig sicher, was eigentlich in diese Brick Pillar Planter reingehört. Das sieht nämlich... Ja, ich weiß nicht, was man da reinpflanzen soll. Das sind jetzt so Rare Flowers. Die sehen ein bisschen klein aus dafür. Ich habe aber nicht so richtig Gutes gefunden. Keine guten Blumen. Ansonsten hätten wir da irgendwas Grünes reinpflanzen müssen. Die haben die ja schon irgendwo stehen, ne? Ja, hier steht auch so ein Ding. Da habe ich so einen Farn drauf gesetzt. Das sieht fast cooler aus. Passt irgendwie auch nicht super gut. Die sind zu groß und die Pflanzen, die Blumen sind alle zu klein dafür. Das ist ein bisschen schwierig. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Das war echt wieder eine lange Bauepisode. War echt interessant, mal wieder hier einzusteigen. So ein bisschen, ja, neu einzusteigen. Ist schon ziemlich lange her, dass wir hier gebaut haben. Und die Mods haben sich auch schon wieder so ein bisschen weiterentwickelt. Echt super genial. Ich finde, die Brontos passen irgendwie gut in den Redwood. Das sieht richtig stimmig aus. Das gefällt mir. Die Palmen passen zwar nicht so gut in den Redwood. Die Mischung hier ist immer ziemlich bunt, aber ist ja alles von Menschenhand gepflanzt. Das passt dann schon. Oh je, sieht so aus, als müsste ich hier erstmal wieder sauber machen. Wir haben ja hier unseren Klepto dabei. Der macht hier schon wieder alles dreckig. Na gut. Kann man nicht ändern. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein super cooles Bronto-Gehege. Ich hoffe natürlich, euch hat die Episode gefallen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, hier so ein bisschen rumzubauen. Und ja, was heißt ein bisschen? Das hat schon wieder einen Moment gedauert jetzt. Also, das ufert immer schnell aus bei Ark, aber das kennt ihr ja sicherlich. Das war es auf jeden Fall für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.